Heute werde ich mal darüber sprechen, ob ich jetzt mit meinem gesamten Vermögen für Aktien in die Tesla-Aktie investiere und ob das aus rationaler Betrachtungsweise begründbar ist. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn und ich betrachte es als meine Aufgabe hier auf YouTube, nicht nur interessante Aktien und Investments und so weiter vorzustellen, über die Börse aufzuklären, damit ihr langfristig eine schöne Rendite macht, sondern ich versuche auch immer mal wieder vor Verlusten zu bewahren. Also ob es jetzt solche Aktien wie damals Nikola Motors oder Air Berlin waren, ja, oder wenn ich jetzt irgendwie das siebte Video über Steinhoff mache und sage, Leute, hört auf, euch die ganze Zeit mit Steinhoff zu beschäftigen. Ich finde, der Kapitalerhalt ist eigentlich genauso wichtig wie Rendite zu machen. Und es hat sich ja so eingebürgert, dass wir so bei verschiedenen Situationen oder Diskussionen im Bereich Börse und so diese All-In-Karte werfen. Ja, also dass man so aus Spaß sagt, jetzt Bitcoin All-In. Ja, und obwohl das natürlich in meisten Fällen als Scherz gemeint ist, gibt es immer wieder tatsächlich Leute, die in eine einzige Aktie tatsächlich All-In gehen. Ja, und also sei es jetzt damals bei Wirecard, da gab es sogar eigene Facebook-Gruppen mit so Rente mit Wirecard-Aktien und viele Privatanleger, die wirklich einen Großteil ihres Vermögens in Wirecard-Aktien hatten. Oder auch jetzt gibt es beispielsweise YouTuber, wie einen großen YouTuber aus Australien, Solving the Money Problem nennt er sich, der sein gesamtes Vermögen, was er in Aktien stecken hat, in Tesla-Aktien hat. Ich glaube, das sind so über 6 Millionen Dollar oder so mittlerweile, vielleicht sogar noch mehr. Und ich werde euch jetzt einfach mal ganz einfach begründen, warum das wirklich ohne Diskussion Dummheit hoch 2 ist. Und ich werde jetzt gleich ein Beispiel bringen aus der Welt des Pokers, ganz einfach anhand des Erwartungswertes erklärt, warum es da auch keine Diskussion zu geben kann. Also natürlich wird es wie immer eine Diskussion geben und manche Leute werden irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Gründe erfinden und anführen, warum es unter Umständen doch Sinn macht, bei genau der Aktie trotzdem All-In zu gehen. Aber all diese ganzen Argumente werden hier an dieser simplen Erwartungswertbeispiel abprallen. Aber zunächst einmal, bevor du jetzt sagst, hey, Kolja, Poker und Börse, das hat doch überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Was kommst du jetzt wieder mit irgendwelchen Schwachsinnsvergleichen? Naja, lassen wir doch einfach mal jemand anderen zu Wort kommen, der vielleicht sehr viel mehr Ahnung von der Börse hat als ich. People study chess. This would be not a good game to study for the stock market. Because in chess, an outstanding player will beat a good player 1000 times in a row. So everything's in front of you, all the moves are known, it's all technique. In poker or in bridge, there's a lot of uncertainties, there's a lot of things you don't know. You can play a hand exactly right and lose. He said, but I played it right. If I do it again over a night, over a month, I'll do it. That's the stock market. The stock market is much closer to poker than it is to than any other game. And I think that's what's the important thing to know. Das heißt, wenn sogar Peter Lynch sagt, dass es Parallelen von Pokerspiel zur Börse gibt, vielleicht könnten wir doch ein bisschen mal aufpassen. Als nächstes klären wir aber erstmal, was der sogenannte Erwartungswert ist. Denn der Erwartungswert spielt immer dann, wenn ich etwas häufig mache oder auf eine lange Zeit und wo es auch den Zufall gibt, eine enorme Rolle. Und ich sage Ihnen jetzt mal ganz einfach. Ich habe hier ein wunderschönes 10-Pence-Stück. Ja? Das lassen die Briten hier regelmäßig einfach so liegen. Und ich habe auf der einen Seite hier die Queen Elizabeth drauf und auf der anderen Seite, keine Ahnung, ob das ein Löwe oder ein Drache ist oder ich glaube, das soll ein Löwe sein. So. Und wenn wir beide, also du und ich, jetzt eine Wette machen und wir sagen, jedes Mal, wenn die Queen kommt, kriegst du 5 Euro und jedes Mal, wenn der Löwe kommt, kriege ich 5 Euro. So, dann machen wir mal unsere Einsätze, ja, und legen einfach mal los. So. Die Queen kommt, du kriegst die ersten 5 Euro, ja. Jetzt kommt der Löwe, ich krieg 5 Euro. So, und das Ganze machen wir jetzt nicht 2-3 Mal, die Queen, du kriegst wieder 5 Euro, sondern das Ganze machen wir jetzt hunderte von Malen, du kriegst wieder 5 Euro. Ja, jetzt hast du schon 3-mal 5 Euro bekommen und ich nur 1-mal. Das heißt, du hast 10 Euro schon Profit gemacht und das bedeutet, du denkst jetzt vielleicht, hey,
lass uns das Spiel weitermachen. Wird dir nicht langfristig viel bringen, denn der Erwartungswert ist null. Der Erwartungswert bedeutet, dass wenn wir etwas, wo der Zufall eine Rolle spielt, wie zum Beispiel eine Münze zu werfen, und wir es immer wieder auf Dauer machen, was ist sozusagen der Mittelwert aus allen Ergebnissen? Das ist der sogenannte Erwartungswert. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf gehen wir jetzt einfach mal, bevor wir zur Tesla-Aktie oder zu anderen Aktien kommen und zur Börse, gehen wir jetzt einfach mal so ein klassisches Pokerbeispiel durch und finden mal heraus, was tatsächlich dieses All-In eigentlich bedeutet. Denn dieses All-In, was ja aus der Pokerwelt kommt, hat mit der Börse und wie wir es häufig verwenden, wenn wir sagen Tesla oder Bitcoin All-In, überhaupt gar nichts zu tun, wie du gleich sehen wirst, ja? Also, du sitzt da in so einem Pokerturnier und alle Leute kriegen natürlich so ihre zwei Karten, ja? Und du guckst für deine Karten an, natürlich schön versteckt, dass es kein anderer sieht und siehst hier so, Jackpot, ja? Mit Abstand die beste Pokerstarthand, die es auf der Welt gibt, Pocket Rockets. Also, du hast mit den Assen hier eine absolute Top-Hand getroffen. Das heißt, du erhöhst erstmal direkt, ja? So, jetzt gibt's aber einen anderen, der sitzt irgendwie so zwei, drei Positionen hinter dir und der guckt so, ja, der Kolja hat schon wieder erhöht. Mal gucken, was wir haben. Oh, Könige, ja? Die mit Abstand beste zweite Hand, die es im Poker gibt, ja? Und er wird natürlich als erstes jetzt sagen, ich re-raise, ja? Ich mache eine Three-Bet. Also, der andere kann ja auch Ass König oder Damen oder irgendwas haben. Ich weiß ja nicht, ob er Asse hat, ja. Und dann sage ich, okay, krass, der hat jetzt nochmal geraced und ich habe Asse, Alter, ich habe die beste Hand, die es gibt. Also was mache ich? All in. Logisch. Ja, ist eigentlich eine Situation, die sehr häufig dann passiert. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was sind eigentlich die Gewinnwahrscheinlichkeiten? Was ist der Erwartungswert, wenn ich jetzt hier die Asse habe und auf der anderen Seite der andere Kollege die Könige hat, ja? Was ist der Erwartungswert? Der Erwartungswert vor dem Flop, also vor den ersten drei Karten, ist schon mal 81,7% zugunsten der Asse. Das heißt, ich werde in 100 Fällen 81,7 Mal gewinnen mit meinen Assen, ja, gegen die Könige. Verkackt, so ist das Leben, ja? Obwohl Könige natürlich eine Top-Hand ist. So, jetzt gehen wir mal weiter zum Flop. Die ersten drei Karten in der Mitte werden aufgedeckt. So. Dame 2, 7. In diesem Moment geht die Wahrscheinlichkeit oder der Erwartungswert für die Asse noch weiter nach oben. 91%. Warum? Weil jetzt ja hier nur noch zwei Karten in Zukunft kommen werden und die Wahrscheinlichkeit, dass der hier noch gewinnt und einen König kriegt, immer niedriger wird. Ja? Es kommt hier die nächste Karte, der Turn. Wir haben die 10. So, mittlerweile haben die Asse hier 95% Wahrscheinlichkeit. So Leute, und ihr wisst, was jetzt kommt. Du zitterst schon, siehst schon die großen Chipstacks in deine Richtung kommen und du siehst dich schon am Final Table und das Turnier gewinnen. Und du denkst dir so, boah, geil, da kann ich mir so viele geile Sachen wieder mitkaufen. Aber es kommt natürlich, wie es kommen musste. Auf dem River kommt einer der beiden letzten Könige im Deck. Ja, und wie ist dann der Erwartungswert in diesem Moment? Null. Könige räumen den ganzen Pot ab und du fliegst aus dem Turnier raus. Und das war's für dich an diesem Abend. Danke für Ihre Einsätze. Viel Spaß beim Rumheulen. So, und jetzt dieses spannende Experiment, ja, zeigt uns folgende Sache. Wir können zwar mit der besten Wahrscheinlichkeit starten, aber wir können trotzdem am Ende gewinnen. Und selbst eine Wahrscheinlichkeit von 95% bedeutet ja, dass ich in 5 Fällen von 100, wenn ich ein Experiment immer wieder wiederhole, dass ich 5-mal insgesamt auch verliere gegen die Könige, weil einer der beiden letzten Könige hier kommt. So, und jetzt kommt der springende und alles entscheidende Punkt an diesem Video. Ganz wichtig, extrem wichtig. Ist es jetzt richtig gewesen, mit den Assen All-In zu gehen gegen die Könige? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ist es richtig gewesen, die Asse gegen die Könige zu jammen Preflop? Und jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, ja, klar, immer, weil du hast immer diesen positiven Erwartungswert. Und manche werden sagen, nein, weil dann fliegst du ja raus und vielleicht hättest du hier irgendwann dann folden sollen und so, obwohl es ja gar nicht ging, weil ihr wart ja schon all in Preflop und so. Aber ich sage, es kommt darauf an.
Und jetzt ist die spannende Frage, worauf kommt es denn an? Und was genau bedeutet eigentlich dieses All-In hier und dieses All-In hier? Es kommt natürlich darauf an, wie viel Geld du investiert hast, wie viel Geld insgesamt hier drin ist. Wenn es jetzt dein gesamtes Vermögen ist, wenn du, keine Ahnung, 500.000 Gesamtvermögen hast und du hebst die 500.000 Euro ab und gehst ins Kings nach Tschechien Cash Game spielen und hast 500.000 Euro am Tisch gegen Boris Becker und gegen die ganzen anderen und so, ja, dann ist es natürlich immer die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst und dann wäre es höchst fahrlässig, all in zu gehen. Ja, wenn du allerdings normal, wie man eigentlich Poker spielen sollte, mit 100 Euro oder so am Tisch sitzt, also mit einer Bankroll im Endeffekt so wie die Asset Allocation bei der Börse, dass du sagst, ich setze nicht das gesamte Kapital ein und so, ist es immer in fast 99% der Fälle, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren, immer die richtige Entscheidung, mit Assen all in zu gehen. Warum? Weil du ja weißt, es ist zwar möglich, dass ich jetzt hier verliere, das ist von Anfang an mit eingerechnet, aber ich weiß ja, dass mein Erwartungswert, wenn ich dieses Experiment 100-mal mache, immer und immer wieder, und ich spiele ja immer und immer wieder, dass ich dann ganz klar im Plus bin und ganz klar hier mit Gewinn mache mit dieser Spielweise. Ja, dem Casino reicht 52%, um langfristig Millionen an Umsätzen und Gewinne zu machen. Deswegen bedeutet es, wenn du 81 oder 95% langfristig hast, dass es immer für dich die richtige Entscheidung ist, hier all in zu gehen. Aber dafür musst du eben die Möglichkeit haben, auch diese Experimente immer und immer wieder durchzuführen. Und das, meine Damen und Herren, ist der Unterschied zu all in beim Poker und all in an der Börse, wenn ich mein gesamtes Kapital da investiere. Weil da habe ich nämlich nicht die Möglichkeit, dass sich der positive langfristige Erwartungswert überhaupt für mich auswirkt, weil es eben ja ein einziges Mal ausreicht, um eben nicht zu gewinnen. Und das bedeutet, es macht nur Sinn, mit einer Aktie mein ganzes Vermögen raufzusetzen, wenn ich einen Erwartungswert von 100%, also von 100 habe, wenn ich in 100 von Fällen jedes einzelne Mal zu 100% sicher sein kann, dass ich den Gewinn mache. Aber wie Peter Lynch ja selber gesagt hat, geht das nicht. Du kannst die richtige Entscheidung treffen, du kannst die Aktie komplett richtig analysieren, du kannst all deine Hausaufgaben gemacht haben und trotzdem wirst du nie auf 100% kommen. Und deswegen kann mir kein Mensch unter keinen Umständen jemals erklären, warum es sinnvoll sein sollte, sein gesamtes Vermögen in eine einzige Aktie zu stecken. Ist es also hier angebracht, das zu tun und werde ich persönlich das machen? Natürlich nicht. Ich bin doch nicht Schulle hier oben, ja? Tesla. Geiles Auto, so toll einfach sich damit rumzufahren. Ich kann mir nie wieder jetzt vorstellen, schon nach 2 Tagen fahren, jemals wieder was anderes aktuell zu fahren. Ja, tolles Unternehmen, tolle Aktie, deswegen bin ich ja auch investiert, ja, aber niemals mein gesamtes Vermögen. Und unter Berücksichtigung auch dieser ganzen Themen würde ich jetzt zum Beispiel auch meinen Tesla-Sparplan aktuell stoppen. Weil wenn ich jetzt jeden Monat immer weiter da 5.000 Euro investiere, dann macht Tesla halt irgendwann von meinem Spanien-Depot ja nicht mehr nur 30%, sondern irgendwann 60, 70, 80% aus. Und je mehr dann Anteile dieses Unternehmen hat, desto schwieriger wird es wieder, Verluste potenziell zu rekuperieren, sozusagen, wenn eben Tesla pleite geht, ja. Und deswegen bedeutet das auch, dass ich ab einem gewissen Punkt, sollte sich Tesla weiterhin so positiv entwickeln und damit mehr und mehr Rendite gemacht werden, dass ich ab einem gewissen Punkt eben auch anfangen werde, hier wieder zu rebalancen und wieder in andere Unternehmen und so weiter umzuschichten. Und das ist eigentlich, finde ich, der wichtigste Punkt, dass man immer, wenn man eine Wette macht oder eine Investition oder eine Spekulation oder ganz egal, wie du es nennen willst, dass man immer dieses Geld, was man jetzt da einsetzt, ins Verhältnis setzt, ja, zur Gesamtbankroll, also zum gesamten Vermögen, was ich habe. Dass du immer guckst, okay, wie sicher bin ich mir bei dieser Investition? Und je sicherer ich mir bin, desto mehr kann ich natürlich hier auch einsetzen. Aber ich würde niemals so viel einsetzen, dass halt eben ich ja
wenn ich all in gehe, eben raus bin und dann mein gesamtes Vermögen weg ist. Weil es ist einfach tierisch nervig, dann wieder komplett von null anzufangen. Ja? Und deswegen, egal ob jetzt Tesla, egal ob Wirecard, egal ob Berkshire Hathaway, egal ob Coca-Cola, egal ob was auch immer, ja, es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, 100% seines Vermögens in eine einzige Aktie einzusetzen, wie ich hier an diesem Beispiel ganz simpel und einfach erklärt habe. Das war es auf jeden Fall für dieses Video. Lass mich gerne wissen, was du davon hältst und ob du da etwas zu gelernt hast. Und falls du jetzt so Überlegungen hattest, vielleicht mal einen großen Teil oder sogar 100% deines Vermögens in eine einzige Aktie zu investieren, dann hoffe ich sehr stark, dass ich dich davon abhalten konnte. Oder vielleicht hast du sogar gerade 100% in einer Aktie drin. Vielleicht, ich kann dir natürlich nicht vorschreiben, was du tun sollst, aber vielleicht solltest du da mal drüber nachdenken, ob es eventuell Sinn wäre, vielleicht noch ein paar mehr Aktien hier mit ins Depot zu bringen. Ja, und das war's auf jeden Fall für dieses Video. Lass auch gerne ein Abo da und vergiss nicht, die Glocke zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.